Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 7. Ja, wir sind gut dabei, uns aufs Ende vorzubereiten. Uns fehlen ja nur noch 2 Siegpunkte. Oh nein, euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsposten. Ja, ja. Das Konrad, die ja, Handelspunkte einnimmt, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir sollten uns jetzt aber vom Allraunen einen Siegpunkt holen. Können wir schon mal anfangen. Die Wolle einzuliefern. So, während wir unsere Kanoniere bereit machen. Fünf Stück sollten reichen, dann dürften wir hier durch diese Verteidigung durchkommen. 6-5-3 sollten wir auch hinkriegen. Also 6 Milizen. Wir von hier hier und 3 von denen hier. So, und wir haben ja irgendwo einen Radmacher, genau, der da. Also ja, wir haben eine gute Eisenproduktion. Und ja, es könnte sein, dass uns Baldarus bald angreifen wird. Oder sogar Ludovic. Deswegen ist fast schon sehr riskant, ist, dass wir den Posten einnehmen wollen. Aber ja, ein bisschen Risiko muss auch mal sein. Am besten gleich noch einen Pater.
So, das Steinlager können wir jetzt sein lassen. Hier sollten wir wieder auf Geologie stellen. Hier ist schon wieder auf Geologie. So, eine Kanone fehlt noch, dafür fehlt ein Rad, da kommt das eine Rad. So, unsere Geistlichen in der Kirche sind alle ausgebildet. Der letzte Kanonier. Kanonier sind übrigens auch die einzigen. Oh, Handelsbeziehung nach darüber. Ja, kann er gern machen. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis unsere Wolle drin ist. Die muss dann an den Einrauchen geliefert werden. So, jeweils noch zwei hiervon und zwei davon. Ja, ich wäre wirklich froh, wenn sie hier mehr Weizen reinliefern würden, dass die Mühlen produzieren können. So, da holen wir uns den Allraunen mit dem Siegpunkt. So, und theoretisch könnten wir jetzt anfangen, Bier gegen Münzen zu tauschen. Oder die Technologie noch zu erforschen, dass wir mehr Münzen für Bier kriegen. Erst einmal. Ihr wart erfolgreich in der Erfüllung einer Quest. Exzellent! Wir haben einen weiteren Siegpunkt erhalten. Der Sieg ist nahe. Schicken wir die einfach schon mal los, dann werden halt hier neue gebraucht. Ja, was können wir noch tun?
Waffen liefern? Eher nicht. Und ja, die ganzen Geistlichen hier hinschicken. Auch nicht so wirklich. Warten wir, bis die Forschung fertig ist. Dann nehmen wir greifen wir den Sektor an. Schicken gleichzeitig unsere Leute los. Und bauen auch gleichzeitig die Kirche aus. Dann haben wir eigentlich gewonnen. Ja. Gibt es noch mehr als genug in unseren Sektoren? Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Jawohl. Das heißt, wir kriegen jetzt pro Bier mehr Münzen. Gut. Das heißt, wir greifen jetzt hier an, schicken die Jungs los und bauen die Kirche aus. Lagerungsschaden dürften wir dann reinkommen. So, zwei Kanonen verlieren wir. Ich denke nicht, dass wir mehr verlieren werden. Können wir auch gleich nachproduzieren. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ein weiterer Siegpunkt. Das ist ein erster Schritt, ein ernstzunehmender Rivale zu werden. Weiter so. So, der Bischofssitz ist ausgebaut. Nehmen wir uns noch den Siegpunkt hier. So, die Schlacht ist schon gewonnen, bevor sie überhaupt gestartet hat. Neue Technologie wurde von euren Geistlichen gegründet. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Passt auf, ihr verliert gerade einen Siegpunkt. Oh, ich habe den Feldmarschall verloren. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg.
Jetzt wollen sie mich wohl angreifen, hä? Ja, von allen Seiten kommen sie jetzt. Angerannt. Aber ja, wir haben schon so gut wie gewonnen. Sieg. Yay. Ja, Baldurus, du wirst dich aufregen, oder? Ich verfluche euch, Prinzessin. Die Pest soll euch holen. Ihr lasst mich wie einen Tölpel aussehen. Aber merkt euch eins, das verspreche ich euch. Solange dieses Herz in meiner Brust schlägt, werde ich euch verfolgen und verlangen, was rechtmäßig mir gehört. Ah, wie süß ist doch der Duft von Rache. Er überdauert den Geruch des Krieges. Ja, Baldurus hegt immer noch einen Riesengroll gegen uns. Scheint auch was abbekommen zu haben, wenn man die Narbe in seinem Gesicht ansieht. So, Kontradienst-Thronsaal. Ihr seid endgültig besiegt, Vater. Tandrien ist nun wieder frei. Kehrt heim und schwört, keinen Fuß mehr auf diesen Boden zu setzen. Ich kehre nie mehr in dieses verfluchte Land zurück. Doch meine Rache wird fürchterlich sein. Ich fürchte eure Vergeltung genauso wenig wie Baldurus Zorn. Fürchte nicht uns, sondern allein dein Gewissen. Denn dein größter Traum ist nun für alle Zeit zerplatzt. Ich sehe lieber diesen Traum zerplatzen, denn euch als König von Tandrien. Aber du bist nichts ohne Krone. Ich bin alles, was ich mir immer erträumt habe. Und was soll das sein? Ich selbst. Ich gratuliere, Prinzessin. Tandrien feiert euch und euren Sieg. Es war das Mindeste, was ich für euer Volk tun konnte. Warum mein Volk? Ist es denn nicht auch das eure? Tandrien ist nicht meine Heimat. Schon vergessen? Das lässt sich ändern. Sie ist vielleicht nicht so prunkvoll wie die eures Vaters, aber dafür umso ehrenwerter. Die Krone der Gerechtigkeit. Im Namen des Volkes von Tandrien kröne ich euch zur Königin unseres Reiches, auf dass ihr stets mit Weisheit und Güte regieren möget, wie alle, die diese Krone vor euch getragen haben. Es lebe unsere Königin! Hold! Und so endet die Geschichte von der Krone der Gerechtigkeit. Zoe regierte ihr Land mit Weisheit und großer Güte, bis eines Tages eine neue Bedrohung heraufzog. Doch das ist eine ganz andere Geschichte. Herzlichen Glückwunsch!
Ihr habt gewonnen. Ja. Baldurus lugert da immer noch herum. Die Geschichte wird nur leider nie erzählt. Weil das war es mit der Kampagne von Die Siedler 7. So, und damit verabschiede ich mich auch von euch. Bis zu meinem nächsten Projekt. Tschüss, tschüss. Macht's gut. Abschalten.